Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit beim Ansehen dieser Predigt. Einige von euch kennen Arno Dreger aus Tiddische. Alter Malermeister, hat glaube ich auch hier in Müden schon so einiges gemalert und dergleichen ähnlichen. Wenn der sich am Telefon meldet, dann sagt er immer: Hallo, hier ist Arno Dreger aus dem wunderschönen Tiddischer Land, dem Ort, wo Milch und Honig fließt. Hat er gar nicht ganz Unrecht mit. Es gibt bei uns noch einige Milchbauern und auch Imker haben wir zu Genüge. Also ich komme aus dem Landesteil, wo Milch und Honig fließt. Wer kann das von sich behaupten? Wir waren letzte Woche, vor 14 Tagen, als Gemeinde ja zu Besuch hier bei euch in Müden. Sind wir aus dem wunderschönen Tiddischer Land hierher aufgebrochen, hatten einen wunderschönen Tag auch. Da möchte ich an dieser Stelle erstmal Dankeschön für sagen, dass wir vor 14 Tagen hier sein konnten. Ich möchte euch kurz mitnehmen noch, was wir so den Tag über alles erlebt haben. Mit einem Trecker sind wir hierher gekommen, typisch Tiddischer halt, ne? Mit Hänger dahinter, wo man schön drauf sitzen konnten. Vier Leute, unter anderem einer, sind mit dem Fahrrad gefahren sogar. 37 Kilometer morgens um 9:30 Uhr, schon bei 35 Grad, gut über 30 war es schon, das war schon kuschelig. Wir haben es uns dann aber auch gegönnt, auf der Rückfahrt auch auf dem Trecker mitzufahren und die Fahrräder per Hänger mit nach Tiddische zu schicken. Wir hatten eine wunderbare Zeit, auch hier in Müden, haben wir gemeinsam gegrillt, hier in eurem Gemeindehaus, durften wir die Räumlichkeiten, das Geschirr, den Grill und so weiter nutzen, da sind wir sehr dankbar auch für. Und dann ging es zurück über Ettenbüttel, dort gab es bei Familie Müller dann Bauernhofeis, haben wir dort geschleckt, dann noch auf der Rückfahrt und kamen dann abends wieder wohlerhalten in Tiddische an. Deswegen soll das ja als kleines Dankeschön dienen, auch euch von dem Milch und dem Honig, der Milch, dem Honig kosten lassen. Die Milch kann man, glaube ich, ganz gut nachher beim Kaffee trinken noch verzehren. Ich habe gehört, diese Woche hatte keiner Geburtstag, sonst hätte ich der Person, wer hat denn als letztes Geburtstag gehabt von euch? Genau, einmal, Alex, magst du mal hinbringen? Genau, einfach mal melden. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Vorletzte Reihe, ganz links außen, genau, Dankeschön. Ne, Sie können ja dann die Gemeinde zum Frühstück einladen mal dann. Ne? Genau, die Milch, dann gibt es dann nachher noch. Heute Morgen frisch gezapft. Jawohl, ich wurde etwas inspiriert vor 14 Tagen von der Predigtreihe. Ich hatte jetzt mitgekriegt, dass die doch etwas weiter zurücklag und jetzt nur noch mal so eine Nachwehe davon war. Starke Typen, hatte Andreas das überschrieben. Und ich habe gedacht, Mensch, da hast du auch noch im Hinterkopf irgendwas, was dazu ganz gut passt und was das vielleicht noch mal ein bisschen zusammenpasst. Und heute ist deswegen das Thema Leben in der Feinabstimmung mit Gott. Denn das braucht ein starker Typ, ein starker Christ, dass er in der Feinabstimmung mit Gott lebt. Und wie das aussehen kann, was das bedeutet und wie man da auch ein bisschen ein paar Schritte hingehen kann, darum soll es heute in der Predigt gehen. Ich hoffe, dass tatsächlich was für euch dabei ist. Ich sage es nachher nochmal, aber es gibt wieder so typische Kochrezepte dafür, die meistens nicht viel taugen für viele, für einige schon. Sowas soll es heute nicht werden. Ich hoffe, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Ihr habt ja hier in Müden auch schon des Öfteren Prediger im vorbereitenden Dienst gehabt, PIVD, PIFT. Das war ich damals in Wehna, in Ostfriesland. Hatte eine tolle Zeit dort 2 Jahre lang und habe bis zum heutigen Tag noch ganz gute Kontakte dorthin. Und bin einmal im Jahr mindestens in Ostfriesland, manchmal auch in Wehna mehrere Tage und wohne dort bei guten Bekannten, die mir Herberge bieten. So auch vor ein paar Jahren. Da saßen wir gerade schön draußen auf der Terrasse, wollten gerade anfangen Mittag zu essen. Und in den Bäumen, die hinterm Haus stehen, das ist so richtig ein Wald, das Haus ist durch den Wald geschützt so ein bisschen, begann es plötzlich zu rauschen. Und wir merkten schon, naja, das ist jetzt nicht nur ein kleiner Windstoß, sondern da wird mehr draus. Und meine Gasteltern sind gleich rein ins Haus, alle Fenster zugemacht. Und währenddessen ich da ein paar Momente allein draußen saß, lauschte ich so dem Rauschen im Wald. Das war irgendwie sehr spannend, sehr schön, aber andererseits auch gruselig, weil ich merkte, oh, da kommt noch ein bisschen mehr als das, was wir vermutet hatten. Und nach ein paar Augenblicken habe ich gedacht, naja, packst du mal alles, was nicht nied- und nagelfest ist, zusammen und bringst es auch rein. Und das war auch genau richtig so, denn es entwickelte sich ein wirkliches Unwetter, das mehrere Häuser abdeckte, Bäume umstürzte in Ostfriesland, nur 200 Meter von meinen Gasteltern entfernt, wurde tatsächlich auch eine Frau von einem Baum erschlagen.
Es war ganz tragisch damals, ging auch durch die Medien. Wir blieben davon verschont, wahrscheinlich ein bisschen geschützt auch durch den Wald und haben da noch, sind bewahrt geblieben an der Stelle. Leider hatte ich keine Kamera zur Hand, denn dieses Rauschen, das hätte ich gerne so aufgenommen und mitgebracht und auch heute euch nochmal vielleicht vorgespielt. Kennt ihr vielleicht auch selber so dieses Rauschen im Wald? Und als ich da draußen saß damals, musste ich so an eine Bibelstelle denken, die jetzt gar nicht so furchtbar bekannt ist, aus 2. Samuel Kapitel 5, wo auch von einem Rauschen im Wald die Rede ist, vom Rauschen im Baka-Wald. Weiß jemand von euch, was Baka-Bäume sind? Ich habe auch versucht nachzuforschen, die einzige Stelle der Welt, wo das erwähnt ist, ist 2. Samuel 5, da sind die Baka-Bäume. Man weiß heute nicht, welche Bäume damit gemeint sind, auf jeden Fall war es irgendwo ein Wald in Israel, um den es heute geht. Und ich möchte euch die Geschichte mal vorlesen. Es handelt sich um einen starken Typen namens David und wie im Grunde seine Karriere als König ein Stück weit begann. Ihr könnt ja auch gerne mitlesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann ab Vers 17, 2. Samuel 5, Vers 17 mitlesen. Siege über die Philister. Als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, zogen sie alle herauf, um sich Davids zu bemächtigen. Sobald das David erfuhr, zog er hinab nach der Bergfeste. Aber die Philister kamen und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn und sprach: Soll ich hinaufziehen gegen die Philister? Wirst du sie mir in die Hand geben? Der Herr sprach zu David: Zieh hinauf, ich werde die Philister in deine Hand geben. Und David kam nach Baal-Perazim und schlug sie dort und sprach: Der Herr hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen. Daher nannte man den Ort Baal-Perazim. Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück, David aber und seine Männer nahmen sie mit. Die Philister aber zogen abermals herauf und bereiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn. Der sprach: Du sollst nicht hinaufziehen ihnen entgegen, sondern komm von hinten über sie, dass du sie angreifst vom Baka-Walde her. Und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Baka-Bäume einhergeht, so eile, denn dann ist der Herr ausgezogen vor dir her, zu schlagen das Heer der Philister. David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und schlug die Philister von Gibeon an, bis hin nach Gesa. In diesem Text wird deutlich, was für eine enge Beziehung David zu Gott hatte. Dass er wirklich eine Feinabstimmung sozusagen mit Gott hatte. Er handelte nicht einfach blindlings nach eigenem Gutdünken, nach dem Motto, ja, ich bin ja schon ein großer Kriegsheld, bevor ich König geworden bin, habe ja schon den Philister Goliath geschlagen. Also ich weiß, wie man das macht, was will ich Gott fragen, auf und zu. Nein, er will Gottes Wege gehen. Er befragt vorher Gott, hey, was soll ich machen? Er will nicht einfach drauf loshauen, sondern das tun, was Gott will. Er vertraut hundertprozentig darauf, dass Gott ihm die richtige Handlungsweise sagen wird. Um es anders auszudrücken, seine Feinabstimmung mit Gott hat offenbar gestimmt. Was ist denn jetzt aber Feinabstimmung? Ich glaube, die meisten unter uns gehören zur Autofahrenden, zum Teil sogar zur autoproduzierenden Bevölkerungsschicht. Die meisten kennen sich wahrscheinlich besser aus mit Autos als ich. Die wissen auch noch viel besser als ich, wie komplizierte Systeme Autos tatsächlich sind. Selbst wenn es einfachere Autos sind jetzt als so ein Audi A5. Ja, ich habe neulich mal mit einem VW-Mitarbeiter, der bereits in Rente ist, gesprochen, der mir erzählt hat, wie er ab den 70er Jahren, als noch der Käfer produziert wurde, bis irgendwie heute bei VW gearbeitet hat und wie sehr sich die Autos verändert haben und ein Käfer von damals ist heute mit irgendwie so einem Golf von heute nicht mehr zu vergleichen. Da liegen technische Welten zwischen. Wobei, die Autos, die wir so im Allgemeinen fahren, die sind da noch relativ, einfach gestrickt. Gerade die Fahrwerksabstimmung ist da relativ grob. Also eine Abstimmung, die es möglich macht, sowohl auf der Autobahn mit 200 zu fahren, als auch über einen Feldweg zu brettern.
im Winter über Schnee zu fahren, aber auch im Sommer über Kopfsteinpflaster. Ja, da braucht man eine ziemlich grobe Fahrwerksabstimmung für, soweit ich das weiß. Ganz anders ist das bei Rennautos. Es gibt vielleicht den einen oder anderen bei uns, der sich für die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft interessiert. Ich kenne mich da auch nicht so richtig aus, aber ich weiß, dass die derzeit ist. Letzte Woche war sie am Norisring in Nürnberg. Und ich weiß so viel, dass die dort eingesetzten Autos zwar so als Grundlage unsere Standardautos haben, dass sie von außen auch noch so ein bisschen aussehen wie so ein Audi A5, der dann auch auf dem Norisring lang fährt, ja. Aber das, was unter dem Blechkleid ist, doch ziemlich drastisch anders ist, als das, was jetzt in meinem Ford Kuga verbaut ist, auch wenn der relativ neu ist. Ja. Rennwagen werden nämlich vor jedem Rennen neu abgestimmt. Stundenlang werden Reifen, Fahrwerk und Getriebe aufeinander abgestimmt. Und zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf wird wieder alles aufs Neue abgestimmt. Ja, ist also ein riesiges Stück Arbeit, das investiert wird. Es ist nicht nur einfach, so wie ich das mache, reinsteigen und es dreht sich und es geht los und irgendwie komme ich schon ans Ziel. Nein, es werden alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um auch noch das kleinste Hundertstel herauszukitzeln, um den Wagen halt tauglich zu machen für das Rennen. Und warum stecken die Rallye-Mechaniker so viel Arbeit da hinein? Weil eine allgemeine Grundabstimmung viel zu wenig ist. Und von daher, um voranzukommen und erfolgreich zu bleiben und zu werden, braucht es diese Feinabstimmung. Mit einem einfachen Straßen-Pkw wird man in der DTM wahrscheinlich keinen Blumenpott gewinnen können, selbst wenn man auch ein A5 in der Garage hat, ja, aber irgendwie braucht es da noch mehr als ein schönes Auto. Und ich glaube, dass das im Leben als Christ ganz ähnlich ist. Als frisch bekehrte Christen leben wir sozusagen zunächst einmal in einer gewissen Grobabstimmung. Wir wissen so grob, worum es geht beim Christsein. Worauf es ankommt, dass ich Jesus nachfolgen will, dass ich von Jesus weitererzählen will, dass ich in eine Gemeinde gehe und mich mit meiner Kraft, mit meinen Ressourcen dort einbringe und so weiter. Arbeit gibt es ja im Reich Gottes schließlich genug. Aber mit zunehmender geistlicher Reife sollten wir mehr und mehr von David lernen. Denn wenn wir die Geschichte hier von David angucken, eigentlich war doch da die Sache auch ziemlich klar. Ne? Die Feinde hatten angegriffen und jetzt ging es darum, alles zu geben, den Feind bekämpfen. Also los, sich nicht nur verteidigen, sondern die Philister sogar zu schlagen. Aber offenbar ist es David zu wenig, nur so eine Grobabstimmung mit Gott zu haben. Er holt sich nicht eine Generalvollmacht und sagt, Gott, sag mal, wie wir das machen, so machen wir das die nächsten 100 Jahre weiter, sondern er nimmt eine Feinabstimmung vor. Er hat den Mut, stehen zu bleiben, innezuhalten. Er geht sozusagen in die Passivität hinein. Er wendet sich an Gott und fragt ihn ein erstes Mal, Gott, soll ich angreifen? Wirst du mir den Sieg schenken? Wenn ich da jetzt mal auf mich selber schaue, muss ich mir eingestehen, dass ich da selber noch ganz schön am Lernen bin. Gerade dann, wenn ich mir vielleicht sicher sein sollte, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dann sollte ich vielleicht doch immer mal wieder innehalten, nochmal einen Schritt zurücktreten, mich in eine Feinabstimmung mit Gott begeben und zu fragen, ist es jetzt dran? Selbst wenn die Zeit oder die Umstände drängen mögen, oder es vielleicht sogar so ist, dass die Gemeinde, jetzt von mir als Pastor, erwartet, na, der muss doch jetzt endlich mal was machen und ich so unter Druck gerate dann vielleicht, sollte ich vielleicht sagen, hey, stopp. Nochmal zurückgetreten und fragen, Herr, ist es wirklich dran? Soll ich wirklich jetzt aktiv werden und losziehen oder merke ich vielleicht sogar, dass Gott mich abhalten will? Was ist wirklich dran? Ich denke da an dieser Stelle an Paulus zum Beispiel, wo wir in der Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 16, dass Paulus eigentlich in Griechenland von Mysien nach Bithynien reisen wollte, um dort das Evangelium zu verkünden, aber der Heilige Geist es ihm verwehrte, so heißt es da. Und deswegen sagt er, okay, wenn der Heilige Geist mich davon abhält, dann ist es jetzt nicht dran. So wichtig es auch wäre, den Leuten in Bithynien das Evangelium weiterzugeben, es ist jetzt nicht dran. Oder als es darum ging, dass er nach Jerusalem zurückreisen wollte. Da haben ihn alle gewarnt und haben gesagt, Paulus, geh bloß nicht nach Jerusalem, da wirst du gefangen genommen werden, wirst eingesperrt werden und dann bist du weg vom Fenster.
Aber Paulus hat gesagt, doch, ich mache es trotzdem. Ich weiß, der Heilige Geist will mich dort haben, deswegen gehe ich dahin, selbst wenn ich gefangen genommen werde. Wenn es Gottes Wille ist, dann ist es das Richtige. Ja, also es wird deutlich, was für ein Vertrauen Paulus auf Gott setzte, aber auch in welch geradezu empfindlicher Feinabstimmung er mit dem Herrn lebte. Und ähnlich war es offenbar auch bei David. Er befragte Gott, der gibt ihm grünes Licht, David zieht los und gewinnt. Aber wie das in Kriegszeiten so ist, die Philister lassen nicht locker, nach einer gewissen Zeit griffen sie wieder an. Das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen, von den Israeliten geschlagen zu werden, kann nicht sein. Und eigentlich könnte man jetzt ja denken, dass David sagt, oh, die Philister greifen wieder an, vorhin hat das gut geklappt, dass wir von vorne frontal rauf sind, also auf jetzt, machen wir wieder so. Attacke und los geht es. Wir haben da mal eine Prozedur erarbeitet, die hat getaugt, hat sich letztes Mal bewährt, also wird es diesmal auch wieder gehen. Aber David lässt sich nicht von seinem Erfahrungsschatz leiten, beziehungsweise vielleicht sogar irreführen. Vielmehr fragt er wieder den Herrn, ob er angreifen soll. Und er vertraut darauf, dass Gott ihm die richtige Anweisung noch einmal geben wird. Ja, es ist bei ihm kein, naja, das haben wir vor 50 Jahren schon so gemacht, bei Schwester Rosemarie damals haben wir das so gemacht, also machen wir das heute auch wieder so, sondern es ist ein Hineinfühlen, Hineinhören, was ist jetzt heute wirklich dran? Was damals bei Bernd Güttner geklappt hat, muss heute nicht bei Andreas Ulmer noch genauso klappen. Die Zeiten haben sich geändert, also obwohl zwischen den beiden Kämpfen nicht viel Zeit lag, hat David noch einmal Gott befragt und holt sich Weisung vom Herrn. Und das nicht, weil er sich selber unschlüssig war, weil er ein zögerlicher oder verunsicherter oder schwacher Leiter gewesen sein sollte. Nein, er tat es, weil er in einer Feinabstimmung mit Gott lebte. Weil er wusste, dass er es nicht aus eigener Kraft machen konnte. Und jetzt geschieht was ganz Interessantes. Etwas, was wir in der Bibel relativ häufig entdecken. Nämlich, dass Gott selten zweimal auf die gleiche Art und Weise etwas tut. Denken wir zum Beispiel, als Jesus zwei Blinde geheilt hat. Den einen hat er geheilt, indem er nur ein Wort gesprochen hat. Beim anderen hat er einen Brei aus Schlamm angerührt, ihm auf die Augen geschmiert und dann konnte er sehen. Macht es auf unterschiedliche Art und Weise. Ja? Und so geschieht es auch hier. Vor dem zweiten Kampf gegen die Philister sagt Gott zunächst einmal nein. Du sollst nicht so angreifen wie beim ersten Mal. Diesmal sollst du nicht von vorne angreifen. Und wie gut ist es, dass David jetzt hier auf Gott hört. Wie gut, dass er gelernt hat, in dieser Feinabstimmung mit Gott zu leben. Erst dadurch ermöglicht Gott ihm einen überragenden Sieg. Leben in der Feinabstimmung mit Gott, das ist eine wirkliche Lebensaufgabe für uns Christen. Wir können nicht sagen, wir haben einmal die Feinabstimmung mit Gott erreicht und das taugt jetzt für den Rest unseres Lebens. Ja, wie das Fahrwerk eines Rennwagens sogar zum Teil zwischen den Läufen neu abgestimmt wird, sollten auch wir in unserem Leben immer wieder neu diese Feinabstimmung vornehmen. Nicht sagen, oh, ich bin lang genug Christ, ich weiß das alles, ich kann jetzt alles, sondern zu sagen, hey, ich will in Feinabstimmung mit Gott leben. Je nach Lage, je nach Lebenssituation, je nachdem, welche Zeiten gerade herrschen und mit wem oder was ich jetzt gerade zu tun habe, zu schauen, was ist jetzt dran. Dabei bedeutet Feinabstimmung jetzt nicht, dass wir unseren Kopf ausschalten sollen, weil Gott ja irgendwie vielleicht auch einen Brief vom Himmel fallen lässt und so, ja, und uns die Anweisung gibt. Ich denke auch, dass Gott uns sowas wie eine geheiligte Vernunft gegeben hat, mit der wir mitdenken sollen und auch entscheiden können und abwägen können. Und natürlich haben wir auch Gottes Wort, in dem wir lesen können, was, ja, wie er ist, wer er ist, was er ist und daraus auch ableiten können, wie wir handeln sollen mitunter. Und dennoch bleiben auch immer wieder viele Fragen offen. Fragen, die wir nur in der Feinabstimmung mit Gott klären können. Wie kann diese Feinabstimmung jetzt aber geschehen? Wie ich eingangs sagte, schön wäre es jetzt so, wenn ich hier sage, ich habe hier 8 Bücher, die ich euch vorstelle und lest die mal durch und dann wisst ihr alles. Zu komplex sind wir Menschen. Wir sind noch komplexer als so ein Audi A5 oder ähnliches, weil ja, wir eben es immer auch mit anderen Menschen zu tun haben, immer mit unterschiedlichen Situationen, wir unterschiedlich gestrickt sind und so weiter und so fort. Deswegen wäre es jetzt falsch, so ein
Kochrezept auszupacken, damit wir unser Feinabstimmungssüppchen auch kochen können. Nein, aber es gibt, denke ich, dennoch den ein oder anderen wichtigen Punkt, den wir immer wieder anschauen sollten, den wir beherzigen sollten, um zu gucken, was ist auch tatsächlich jetzt als nächstes dran. Und selbst wenn jetzt der ein oder andere gleich die Augen vielleicht verdrehen mag, das oberste Thema ist da für mich natürlich auch wieder das Thema Gebet. Haben wir schon wieder tausendmal gehört. Natürlich wissen wir, wir sollen beten und so weiter und so fort. Aber da frage ich mich selber, wenn ich es schon so oft gehört habe, warum mache ich es nicht? Ist häufig genug so. Oder mal zu reflektieren, wie, für wen, was bete ich denn eigentlich? Das Gebet ist etwas ganz Elementares, aber wie sehen meine Gebete aus? Wenn ich meine Gebete so betrachte, dann bestehen sie zum größten Teil aus Fürbitte für Kranke und Bitte für Schutz. Manchmal kommt auch noch ein Danke drin vor, ja. Aber wann frage ich Gott wirklich um Weisung und um Weisheit? Wann frage ich Gott tatsächlich mal, hey, was ist jetzt dran an entscheidenden Weichen meines Lebens? Wann lege ich mal am Tag zwischendurch auch bewusste Gebetspausen ein, dass ich mir meinen Wecker stelle und sage, okay, um 10.32 Uhr, da ist nicht nur Zeit für einen Knoppers, nee, das ist ja 9:30 Uhr, egal. Stunde später nach dem Knoppers dran denken, ich bete jetzt mal und ich bete nicht nur für die kranke Oma von nebenan, sondern ich frage auch Gott mal, Herr, was ist dein Weg, den ich gehen soll? Was ist deine Weisung für mein Leben? Dass ich wie Paulus an manchen Stellen vielleicht dann auch erkenne, dass der Heilige Geist sagt, hey, stopp, es scheint dir jetzt vielleicht unlogisch zu sein, hier innezuhalten oder hier nicht lang zu gehen. Die Türen scheinen doch offen zu sein, aber nein, geh da lang. Geschieht das in meinem Leben? Manchmal kann auch ein Gebetstagebuch hilfreich sein. Ich mache das bei uns in der Gemeinde. Wenn wir Gemeindegebet haben, dann schreibe ich immer alle Gebetsanliegen auf. Einerseits, dass man sie nicht vergisst, aber andererseits, dass man auch mal zurückblättern kann und gucken kann, was ist denn gewesen in den letzten Monaten und was hat sich tatsächlich getan, was hat sich verändert, was habe ich aus dem Blick verloren und so weiter. Kann für manche auch eine Hilfe sein. Oder dass ich Gebets- und Fastentage bewusst einplane, in denen ich dann vor Gott bringe, was tatsächlich dran ist. Dass ich sage, ich verweigere meine Nahrungsaufnahme und nutze die Zeit dafür, im Gebet mit Gott zu sein, im Gespräch mit ihm zu sein. Oder indem ich mich mit anderen Christen berate und mit ihnen im Gebet und im Gespräch darum ringe, was die nächsten Schritte sind. Natürlich kann das eine Gemeindeleitung oder ein Mitarbeiterkreis sein, aber dass ich auch persönlich Männer, Frauen in meinem Leben habe, mit denen ich mich austausche. Ja, mit Matthias und anderen habe ich zum Beispiel so eine Männerweggemeinschaft, so könnte man es sagen. Wir skypen regelmäßig miteinander, mit noch mehr Männern treffen wir uns regelmäßig miteinander. Nicht nur, um unser Leiden auszutauschen, sondern ja, um miteinander zu leben und auch mal einander zurechtzuweisen. Und ja, dass der Heilige Geist auch unter uns, durch uns wirkt, um voranzukommen. Wie lebst du dein Christsein? Wie lebt es ihr in der Gemeinde? Wie entstehen deine Entscheidungen? Geschehen sie so aus dem Bauch heraus und denken, oh, das könnte ganz interessant sein? Oder bereitest du sie wirklich dann auch vor Gott aus und fragst, Herr, was ist jetzt dran? So wie wir es hier von David lesen. Und wenn wir die Geschichte jetzt mal weiterlesen hier, dann muss es eine ganz merkwürdige Situation zunächst gewesen sein. Wieder haben die Philister angegriffen. Davids Heer, die Männer, die er um sich schart, die hatten sicherlich noch den letzten Sieg vor Augen, haben sich vielleicht schon gefreut, jawohl, jetzt kriegen die Philister nochmal einen drauf, ja, und können es gar nicht abwarten, dass sie sich in Bewegung setzen. Und so versuchen sie sich möglichst unauffällig durch den Barkawald hindurch den Philistern zu nähern und schleichen dort hindurch. Und dann plötzlich stoppt David die ganze Gruppe. Man könnte sich das vorstellen, wie er vorne weggeht und plötzlich Arm hoch, hockt sich nieder und lauscht. Und lauscht und versucht, was zu hören. Vielleicht waren die Männer irgendwie etwas verunsichert, etwas verwundert und haben sich gefragt, hey, was macht David da vorne, sind die Philister, lass uns drauf und los, ich will endlich draufhauen, ja? Vermutlich war es so ein bisschen wie eine Situation am Start eines Autorennens, ja? Die Ampel ist noch rot, alle sind nervös, scharren schon mit den Hufen, dass es losgehen kann. Jeder ist bis aufs Äußerste konzentriert und wartet auf die Startflagge, dass es grün wird dann halt. Ne?
Aber David wartet und er wartet. Die Startflagge ist einfach noch nicht geschwenkt. Und vielleicht beginnen die Männer bereits sogar schon David zu hinterfragen und ihm zu misstrauen und denken, hey, was macht der da? Ist der jetzt, hat er den Mut verloren? Ja, ist er ein verunsicherter Leiter? Sie wollten aufspringen und die Philister ihnen eine Tracht Prügel verabreichen und nicht hier rumhocken. Aber dann geschieht etwas Seltsames. In den Bäumen ist ein Rauschen zu hören. Ein Rauschen, als wenn der Wind über die Bäume so hinweglaufen würde. Und im selben Moment springt David auf, sein Gesicht zeigt Entschlossenheit und alles, was er jetzt tut, treibt seine Truppe an. Treibt sie durch den Wald hindurch, immer dem Rauschen hinterher. Und am Ende des Tages steht ein Sieg, ein grandioser Sieg über das Heer der Philister. Ein Sieg errungen dadurch, dass Davids Feinabstimmung gestimmt hat und er Gott vertraut hat. Wenn ich das jetzt so höre, wenn ich mir selber jetzt hier zuhöre, dann werde ich so ein bisschen mutlos, muss ich echt zugeben. Es klingt nämlich wieder nach einer Menge Disziplin, nach einer Menge Arbeit und streng dich gefälligst mehr an. Ja, einerseits geht es zwar drauf, innezuhalten und auf Gott zu hören, auf ihn zu warten, aber Feinabstimmung, das klingt schon nach einer Menge Disziplin, nach einer Menge Arbeit. Aber mich ermutigt und tröstet das, was Paulus in Epheser 2, Vers 10 an die Gemeinde in Ephesus richtet. Dort schreibt er, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Gott hat schon alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat schon alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Wir brauchen da nichts mehr aus dem Boden zu stampfen von null an. Gott hat es bereits vorbereitet. Es liegt fertig da, fertig vorbereitet und ich muss es nur noch machen. Offensichtlich müssen wir also nicht alles das tun, was wir können. Natürlich können wir noch eine ganze Menge mehr tun. Natürlich könnte man denken, Mensch, da ist noch in Hahnhorn muss noch eine Gemeinde gegründet werden oder so, da müssen wir doch auch noch drauf los. Aber wissen wir, ob Gott das tatsächlich von uns will? Oder ist es vielleicht doch eher dran zu sagen, ist vielleicht das, was wir bereits tun, nicht mehr als genug und wir sollten uns darauf konzentrieren, das mit Souveränität zu machen, was wir bereits tun? Ja? Also offensichtlich müssen wir nicht alles tun, was wir tun können. Vielmehr reicht es, die Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat. In der Apostelgeschichte, im Korintherbrief und auch in der Offenbarung lesen wir von einer offenen Tür, die Gott für das Evangelium aufgetan hat. Also es gibt offene Türen, durch die wir quasi nur noch in Anführungsstrichen hineinmarschieren brauchen. Aber wir lesen auch von dem genauen Gegenteil, Apostelgeschichte 13, dass Paulus und Barnabas verfolgt und vertrieben worden sind, dass sie eingesperrt worden sind oder dass sie sich den Staub von den Füßen schüttelten und gingen. Oder in Kapitel 17 flieht Paulus mit seinen Mitarbeitern von Thessaloniki nach Beröa und auch in Beröa läuft es nicht viel besser und Paulus flieht weiter nach Athen. An vielen Stellen können wir lesen, dass Paulus nicht immer offene Türen vorfand, aber dass er auch offensichtlich mit einem Nein leben konnte und sagt, okay, dann ist es hier nicht dran, dann gehe ich getrost weiter und rüttel an der nächsten Türklinke und gucke, ob da eine Tür offen ist. Und wenn wir jetzt noch einmal auf das Rauschen der Wipfel im Barkerwald schauen, dann war es ja nichts anderes als ein Warten darauf, dass Gott eine Tür öffnet. Das Warten und das Hören und Sehen, wann Gott am Handeln ist. Offensichtlich gibt es in unserem Leben oder auch in dem Leben unserer Gemeinde Situationen, die zu sind, die verschlossen sind. Da merkt man, da geht gerade nichts. Und ich weiß nicht, an welchen Stellen ihr das vielleicht auch hier in Müden erleben mögt. In Tiddische erleben wir das an einigen Stellen. Vielleicht mögen die Türen hier offen sein in Müden, aber vielleicht empfindet ihr auch ganz ähnlich wie Paulus. Aber im Gegensatz zu Paulus könnt ihr nicht so einfach sagen, naja, gehen wir halt einen Ort weiter, gehen wir nach Flettmar und fertig. Ihr wohnt hier halt und habt die Aufgabe hier schon ein Stück weit vor Ort. Ne? Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, ob die Verschlossenheit von Menschen tatsächlich so krass ist, wie wir das mitunter empfinden.
Vielleicht liegt es ja auch an meiner mangelnden Feinabstimmung und daran, dass ich nicht auf das Rauschen im Barkerwald warte, beziehungsweise das Rauschen ignoriere, dass ich vielleicht versuche, durch mein eigenes Ansinnen Menschen zu erreichen, aber die Chance verpasse, die Chancen anzunehmen, aufzunehmen, die Gott bereits vorbereitet hat. Weil sie vielleicht diese Chancen nicht dem entsprechen, was meinen Vorstellungen entspricht. Vielleicht verpassen wir an manchen Stellen das Rauschen im Wald aus den gleichen Gründen, aus denen viele Menschen damals zu Zeiten Jesu ihn nicht als Messias erkannt haben. Weil das Rauschen vielleicht etwas anderes ist, als wir uns das vorstellen und was wir uns erhoffen und denken, wie es sein müsste. Weil wir nicht bereit sind, von unserem Denken und Verständnis mal wegzuschauen und hin zu dem, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Manchmal braucht es vielleicht aber auch einfach Mut zu einem ersten Schritt. Oftmals muss man mal die Türklinke drücken, auch wenn die Tür verrammelt scheint von außen. Vielleicht drücken wir sie und plötzlich springt die Tür auf und es bewegt sich etwas. Und doch, trotzdem ist es manchmal so, da rauscht es einfach nicht im Barkerwald. Und jeder von uns kennt das wahrscheinlich, wie oft vergeuden wir Kraft an verschlossenen Türen und versuchen, Menschen vom Glauben zu überzeugen, die von Gott gar nichts wissen wollen. Wie oft versuchen wir, Menschen für die Mitarbeit zu gewinnen, die gar keinen Bock dazu haben. Wie oft versuchen wir, Menschen zu helfen, die sich in ihrer Not vielleicht ganz gut ausruhen und sie zu nutzen lernen. Wie oft planen wir Aktionen, die hauptsächlich viel Kraft und viel Zeit und viel Ressourcen kosten. Wie oft gehen wir Wege, die vielleicht sinnvoll erscheinen, aber im Nichts enden. Und manchmal gibt es in einem Leben und in einer Gemeinde auch Zeiten, in denen es eben nicht rauscht, in denen nicht viele Türen aufgehen. Aber ich möchte uns dazu ermutigen, dass wenn diese Zeiten gerade da sind, ich daran nicht verzweifle und nicht versuche, etwas übers Knie zu brechen, sondern dass wir diese Zeiten dann auch nutzen als Ruhezeiten, so wie David sich niedergekniet hat und gesagt hat, jetzt lass uns mal warten. Und warten, bis es endlich rauscht. Und dann haben wir Kräfte gesammelt, dann haben wir uns konzentriert und dann können wir richtig Gas geben und das Rauschen nutzen. Ja, dass wir nicht mit den Hufen scharren und gleich lospreschen, wenn wir es für richtig halten, sondern den Zeitpunkt von Gottes heiligem Rauschen, so nenne ich es mal, abwarten. Den Zeitpunkt Gottes. Ich glaube daran und ich vertraue darauf, es wird rauschen. Das hat Gott uns da versprochen. Ja, es wird rauschen. Und wir werden es erkennen dann auch, wenn wir in der Feinabstimmung mit Gott leben, wenn unsere Feinabstimmung stimmt. Und dazu segne uns Gott. Amen.